Ist das nicht ein schönes Heiligsblechle? Ja, fast 100 solcher Oldtimer, historische Caravans und eben solcher Reisemobile, die verwandeln Bad Waldsee und das Erwin-Hümer-Museum in einen Hotspot für alle Campingfreunde. Ein Wochenende lang können die Besucher über Entstehung und Entwicklung von Reisen auf vier Rädern alles erfahren. Die Aussteller, das kann ich Ihnen sagen, die haben jede Menge Spaß. Und hier ist richtig voll in der Bude. Unter den ersten beim Oldtimer-Treffen in Bad Waldsee: Margit Schäfer, Brigitte Kruse und ganz wichtig... Das ist der Anton, ja, genau. Genau. Der hat mir bisher noch gar nie gefehlt, er ist immer dabei. Das ist unser Maskottchen. Hallo! Ihr seht ja wieder super aus. Das Oldie-Camper-Wochenende ist Urlaub unter Freunden. Margit und Brigitte kommen aus der Nähe von Ulm. Mit dem kleinen Caravan. Da muss man an einiges denken. Der ist ja nicht so groß und er ist halt ungebremst. Aber das muss man halt beachten. Also schneller Bremsung, nein, das geht nicht. Also man muss halt immer genug Abstand halten, weil der ja dann durch das, dass er ungebremst ist, von hinten schiebt. Mhm. Aber ansonsten, wie gesagt, wir waren auch mit dem schon weiter unterwegs. Auch der Aufbau hat seine Tücken. Die Tür ist in der falschen Seite, gell? Ja. Einmal drehen. Normalerweise verreisen die Damen alleine. Heute darf Brigittes Mann mithelfen, aber nur ausnahmsweise. Viel Gepäck macht den Wohnwagen schwer. Die Damen sind überladen. Ich meine, ich bin da nicht so empfindlich, aber meine Freundin, wenn der nicht im Wasser steht, dann hat die immer nachts das Gefühl, sie rugelt in eine Richtung. Passt, sitzt, wackelt und hat Luft. Zum Wohl. Auf ein schönes Wochenende. Zum Wohl. Zum Wohl. Immer wieder lecker. Nach und nach kommen sie alle. Der Platz verwandelt sich in einen historischen Campingplatz. Und jetzt. Und schon steht das Dach. Wow. So toll hat sich das der Herr Detlefs ausgedacht, gell? Der älteste Wohnwagen kommt aus Landau in der Pfalz von Raimund Küster. Dazu ein Vorzelt und schon kann der Urlaub beginnen. Den Detlefs Tourist von 1954 hat er in den 90er Jahren in desolatem Zustand erworben. Nach 3 Jahren Arbeit war der ausgeklügelte Tourist wieder reisefertig. Dadurch, dass die Konstrukteure selber alles durchdacht haben und die Fahrzeuge auch gebaut haben, auch innen drin alle Details, sind die einfach ausgetüftelt für Camper. Ja, heutzutage haben sie Sachen in einem Wohnwagen, also die ich nicht brauche oder die einfach auch nicht schön sind und so, weil, ja, wie entsteht heutzutage ein Wohnwagen? Das sind Ingenieure, die vielleicht niemals Camping machen, keine Ahnung. Also fragt man sich manchmal, wie kommt sowas zustande? Und ich brauche diese ganzen Extras nicht. Ich brauche keine Mikrowelle im Wohnwagen, ja, oder eine Satellitenschüssel oder so weiter. Und hier, das atmet alles, das lebt, das ist echtes Holz, Aluminium und so weiter. Da kann ich sogar verraten, dass ich in einem Berger zu Hause im Sommer in der Scheune schlafe, weil es so gemütlich ist. Ja, eben. Und weil ich mich dann immer wie im Urlaub fühle. Ja, ein besseres Gefühl gibt's doch gar nicht, oder? Urlaub mit richtigem Sandstrand vor dem Einzelstück von 1964. Brigittes Mann Hansi hat den Wohnwagen vor 5 Jahren ergattert. Und es gibt auch eine nette Geschichte. Da stand er bei mir im Hof. Da klingelt es an der Tür. Da war ungefähr eine 70 Jahre alte Frau da. Da sagt sie, Frau Hirsch, dürft ihr mal den Wohnwagen sehen? Ich sage, ja, ich bin gerade vom Arbeiten nach Hause gekommen, mit meiner Frau raus, guckt sie noch mal in den Hof rüber. Wie hat der Kaiser? Horst, das ist der vom Baba, komm! Und dann sind wir im Wohnwagen gesessen, die waren begeistert, wie der hergerichtet ist, und so schön sauber alles. Dann hat er erzählt, wie er vor 50 Jahren mit seinem Schwiegervater
den gebaut hat. Schwiegervater, der Bauer, der Richard Glaschka, war Kfz-Ingenieur bei Magirus. Und da hat er den gebaut. Ja, und denk mal, dass die Fenster und die Griffe eigentlich zum Zubehörteile für Feuerwehrautos sind, denke ich mal. Und hat erzählt, sowas kann man nicht mehr kaufen, so stabil wie der ist. Also ich habe den ja mit meinem Schwiegervater gebaut vor 50 Jahren. Ja. Campergeschichte und Geschichten. Der Mercedes -8 Baujahr 74 samt Aufbau von 81 gehört Stefan Treichel. So. Ist ja auch mal was Geschicktes, was ihr da habt, oder? Ja. Ja. Die Begeisterung hält sich noch in Grenzen. Ja. Man hätte es vielleicht fertig konstruieren sollen, irgendwann einmal. Aber es war auch nur eine Kleinserie. Also es gibt nur 8 Stück von dem Teil. Von dem Aufbau? Ja, nur 8 Stück. Und wer hat die gemacht? Die Firma, und wie das die Käuser? GEFACO. GEFACO, ja. Ja. Wieder Getränke. Genau, GEFACO in Hanau, Steinheim. Und danach sind sie pleite gegangen, oder? Nein, danach haben sie es aufgehört, weil das Fahrzeug, also der Aufbau hat mehr gekostet wie der -8 selber. Jetzt Moment, die Handrechnung, die Original vom Vorbesitzer. Kostet 7.670 Mark. Und was war damals ein Strich? Der -8 hat 8.000 Mark gekostet, eine Vollausstattung. Also, das war ungefähr gleich teuer wie das Auto selber. Und meine erste Tour war mit dem Aufbau, mit dem Wohnwagen über der Brenner. Wir sind mit 17, 18 km/h der Brenner auf. Der hat da 60 PS. Und dann habe ich mir geschworen, ich fahre nie wieder mit dem Ding in Urlaub. Brigitte, Blick auf die Palmen. Das Meer fällt noch, aber das denkt man uns. Die Füße hochlegen und nichts tun. Brigitte und Margit sind gerne mit ihrem Oldie unterwegs. Zum Beispiel am Lago Maggiore. Und natürlich sind Caravan und Besitzerinnen immer hübsch ein- und hergerichtet. Ein echter Blickfang in jeder Hinsicht. Es gibt natürlich auch immer Menschen, die haben etwas Mitleid mit uns. Echt? Die müssen in diesem kleinen Wohnwagen sich zurechtfinden. Oder können wir euch helfen? Oder können wir euch was ausleihen? Nein, wir brauchen gar nichts. Wir haben alles selber dabei. Ja. So sind Camper. Hilfsbereit, immer an der frischen Luft. Immer alles an Bord. Und im Zweifelsfall genügsam. Er ist mit seinem alten Morris gekommen, Manfred Fuchs, mit passendem englischen Bluebird Caravan. Wenn wir mit dem Alter gespannt kommen, das ist immer Aufseher. Wir waren vor 2 Jahren waren wir in Holland mit Fiat und Camper, 5-Sterne-Camping. Wir waren der Mittelpunkt, da hat kein mehr ein großes Wohnmobil interessiert, wo 5-6 Meter lang ist oder noch länger. Das ist alles uninteressant gewesen. Die sind alle bei uns gestanden. Und 2 Stunden später waren wir dann schon bei den anderen im Vorzeug gesessen, am Weitringen. Also die Gemeinschaft ist einfach, man kommt und man ist da. Man entschleunigt beim Reisen. Das Reisen gehört zum Urlaub. Man ist nicht so pressiert. Man ist sowieso meistens der Vorderste in der Kolonne. Zwar nicht der Schnellste, aber wenigstens vorne mit dabei. Und somit ja, ist wirklich entspannt und macht Spaß. Über den Spaßfaktor sind sich die Boraks noch nicht ganz einig. 3 Tage haben sie mit ihrem Eriba Puck und Fiat Topolino von Bayreuth bis hierher gebraucht. Meine Frau hat da ja nichts für übrig, zum Campen. Und ich war immer am Drängeln. Ich habe gesagt, ich möchte gerne so einen Eriba Puck haben. Und das musste einer sein vor 1960. Denn ist das Gewicht etwas leichter. Und wir haben ja nur 16 PS. Also von daher gesehen habe ich ihn dann bekommen. Aber meine Frau, die hat oft schon gesagt, sie macht das nicht. Im Endeffekt macht sie es denn ja doch. Und wirklich in jeder Ecke gibt's was zu entdecken. Ist wirklich ein ganz tolles Haus, dieses Erwin-Hümer-Museum. Ist übrigens das einzige europaweit, das die Kulturgeschichte des mobilen Reisens darstellt. Hier erfahren die Besucher, warum, wann und vor allem, wie es zum Reisen auf Rädern kam.
Mit diesem Karawan beginnt die deutsche Geschichte des mobilen Reisens. Das erste deutsche Wohnauto von Aris Detlefs ist eine Liebesgeschichte. Es ist aus Liebe entstanden. Der junge Aris Detlefs war Vertriebsmitarbeiter für Reitpeitschen und Skistöcke und war halt natürlich sehr, sehr viel unterwegs. Und seine junge Verlobte, Landschaftsmalerin, sagte, ach, hätten wir doch nur ein Fahrzeug, mit dem wir gemeinsam quasi wie die Zigeuner zusammenreisen könnten, dann wären wir nicht mehr getrennt. Und voilà, 1932, das war das Hochzeitsgeschenk von Aris Detlefs, gab es das erste deutsche Wohnauto. Die Alpen sind das erste Sehnsuchtsziel der Wohnmobilisten. Aber nur wenige können sich diesen Traum erfüllen. Die große Welle kam natürlich in der Nachkriegszeit, als das Automobil auch für viele erschwinglich wurde. Da begann natürlich auch die Hochzeit in der Wirtschaftswunderzeit, auf die Zeit des Karawanings, raus über die Alpen, ab in den Süden. Wer hat damals nicht von dem Land, wo die Zitronenbäume blühen, geträumt? Komm ein bisschen mit nach Italien, komm ein bisschen mit ans blaue Meer. Und wir tun, als ob das Leben eine schöne Reise wäre. Komm ein bisschen mit. Mit dem Wirtschaftswunder kommt das Fernweh. Zum Camping nach Italien, der Inbegriff von Freiheit und Abenteuer in den 50er Jahren. Und Platzhirsch als Camper ist man als Wohnwagenbesitzer. 2100 Mark kostet so ein Karawan, damals der Jahreslohn eines Arbeiters. Und trotzdem, der Karawanboom beginnt. Der Westfalia Camping 2 war ein typisches Fahrzeug für die damalige Zeit. Und hier sind wir beim Caravano, quasi dem ersten Reisemobil von Erwin Hümer. Ein wunderschönes Fahrzeug, mit der Firma Borgward gemeinsam entwickelt. Die ersten Prospekte-Flyer waren produziert, drei Fahrzeuge produziert. Und dann ging leider die Firma Borgward in die Insolvenz. Und damit war leider auch der Traum von Erwin Hümer, erstmal ein Reisemobil zu bauen, erstmal auf Eis gelegt. In den 60er Jahren sind die Reisemobile hauptsächlich Marke Eigenbau. Grundlage häufig der VW-Transporter. Unser T1. Einfach ein Kultfahrzeug. Das ist ein richtiges Hippie-Mobil. Im Ursprung war es mal ein Fahrzeug, was als Behördenfahrzeug genutzt worden ist. Und Herr Schulz, sein Besitzer, er nennt sich übrigens selber Oberhippie. Oberhippie deswegen, weil er motorisiert war. Und er hat damals andere Hippies quasi mit nach Goa genommen. Dieses Fahrzeug hat ganz, ganz viel Geschichte zu erzählen. Es ist in dem Zustand, wie es von seiner letzten Reise aus Afghanistan wieder zurückgekommen ist. Ja, das war damals also der meistgefahrene Bus auf der Hippie-Route. Weil da haben viele Deutsche einen Bus gekauft für 200 Mark. Und das gab's damals für Busse für 200 Mark. Möglichst, wenn der TÜV abläuft, nach Afghanistan gefahren oder nach Nepal. Und für 2.000, 3.000 Mark verkauft. Und dann haben die ganze Reise finanziert, gell? Und das war dann ein richtiger Hippie-Trip von München nach Goa, Nepal und Afghanistan. Hergeben will Schulz sein Reisemobil nicht. Selbst als die Tochter des Polizeichefs von Sri Lanka im Angebot ist. Und plötzlich hat er seine Familie vorgestellt. Ich glaube, 7 Mädchen, ganz nette Dinger, gell? Und dann hat er gesagt, you want to change this girl for your car. Doch Schulz bleibt standhaft. Das gilt auch für Erwin Hümer, der Anfang der 70er ein Reisemobil auf den Markt bringt. Erwin Hümer hat ja weitergemacht. Er war weiter auf der Suche nach einem passenden Grundfahrzeug, auf dem er sein Reisemobil, seine Wohnmobile bauen konnte. Und er ist fündig geworden in Stuttgart. Er hat weitergemacht mit Mercedes. Es sieht am Anfang noch ein bisschen seltsam aus. Ist im Prinzip der LKW mit dem Karawan hinten drauf. Und kurze Zeit später gab es dann die ersten voll integrierten Fahrzeuge, wo dann auch das Fahrerhaus komplett in den Wohnwagenbau mit integriert worden ist, so wie sie heute ganz, ganz viele Fahrzeuge haben. Und die Reisemobile haben sich ständig weiterentwickelt. Die Elektromobilität ist die nächste Herausforderung für das Reisen auf Rädern. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns begleitet haben hier auf unserer kleinen Reise. Kaum zu glauben, inklusive WC und Waschbecken. Tja, das hat sich einfach gehört für eines der ersten deutschen Luxusreisemobile. Und zwar gebaut 1959 von der Mindener Karosseriefabrik, kurz Mikafa. Und Sie glauben es nicht,
unglaubliche 50.000 Mark hat dieses Modell gekostet. Also da hätte man eigentlich auch ein lässiges Einfamilienhäusle gekriegt, oder? Und bei dieser Konstellation hat sich eigentlich nicht viel geändert. Auch heutzutage kostet Reisemobile noch ein Vermögen. Allerdings hat sich in den 50 Jahren einiges geändert. Und wir machen jetzt mal einen Vergleich. Luxusmobil heute und damals. Das Mikafa Luxusmobil von 1959 ist voll funktionstüchtig und wird immer noch gefahren. Auch dieser Bus ist ein Wohnmobil. Ein Luxusliner mit allem erdenklichen Komfort. Nur lenken muss man noch selbst. Und das ist gar nicht so einfach. Nicht mal für die Besitzer, Stefanie und Gerhard Volkner. Denn das Campingmobil hat stolze Ausmaße. Toll gemacht. Sehr toll gemacht. Fast doppelt so groß wie das gute alte Mikafa Luxusmobil und mit jeder Menge technischer Raffinessen und einem riesigen Stauraum. Alt und neu. Wo sind die Unterschiede? Dann kommen Sie mal rein in die gute Stube hier. In den Salon der 50er und 60er Jahre. Jetzt kochen. Und jetzt kommt, ja. Ja, jetzt kommt meine ja. Abteilung. Ja. Und das ist jetzt der Gasherd. Ja, guck mal, drei Flammen schon. Diese Keilpolsterung, ja. Die hat ganz tolle Bequemlichkeit so zum Sitzen. Und die Lampe, die ist ja wohl absolut gut. Das ist auch original 50er Jahre. Alles aus der Zeit noch von damals. Ja, und wenn man dann hier im WC war, dann muss man natürlich auch hin und wieder lüften. Und schauen Sie, da wird das Fenster hochgemacht. Wenn man hier hinschaut, hier oben ein alter Duschkopf. Der ist mittlerweile jetzt aber stillgelegt, weil wir nicht geduscht haben. Und hier sind die Betten übereinander. Schlafkojen. Schlafkojen. 2 Meter lang, 60 breit. Hier, da schlafen dann die Kinder. Ja. Und vorne baut man um die große Liegewiese. Ja. Und jeder hat hier seine eigene Hinterlüftung gehabt. Ja. Eigene Regal für Bücher und Lampen. Machen Sie mal die auf. Nach hinten kippen. Stark. Und wie sieht es im modernen Luxusliner aus? Leder vom Feinsten jetzt. Kann man direkt riechen, ne? Das kann man riechen. Da ja. Kommt man rein und merkt, ja. das ist edel. Ein Ceran-Kochfeld. Also unglaublich. Unglaublich. Genau. Ja. Ganz normaler Backofen, wie man den zu Hause hat. 230 Volt. Das hätte meine Frau sehen müssen. Die hätte gesagt, ich brauche sowas auch. Genau. Hier haben wir unsere Dusche mit Sternenhimmel. Und wenn man so richtig vom Skilaufen kommt, richtig durchgefroren ist, die Duschtasse ist mit Fußbodenheizung versehen, dann mache ich mir schön Licht aus und dann dusche ich im Sternenhimmel. Ist ja unglaublich. Und wenn man da reingeht und denkt, jetzt kommt es gerade von da oben. Da kommt richtig Wasser, richtig Wasser. Und diese flache Brause hier, diese... Genau. So, hier haben wir die Toilette. Genau. Sehr schön. Und die hat Wasserspülung, richtig? Genau, Porzellantoilette, Wasserspülung wie zu Hause. Und die hat noch eine Besonderheit, die hat eine beheizte Brille. Das, wenn man sich draufsetzt, geht auch automatisch ein Lüfter an. Und die hat einen eingebauten Popomaten. Heißt, es wird alles sauber gemacht, ganz von alleine. Und wir haben ebenso Stockbetten, wie Sie das haben, nur hintereinander für die Kinder. Ah. Mit eigener Klimatisierung, eigener Heizungssteuerung. Ist ja Wahnsinn. Und die kriechen da rein. Kuscheln die Kinder rein, ganz genau. Also oder ist das auch zum Teil fürs Personal gedacht, wenn man einen mitnehmen muss, die dann in die Folien. Ach, die wollen wir nicht dabei haben. Die wollen Luxus damals und heute. Seine Ferien eine gewisse Zeit in einem Wohnmobil verbringen, das ist das eine. Aber immer im Wohnmobil leben und da auch noch arbeiten. Da muss ich schon sagen, Chapeau, ganz schön eng. Oder, Andreas Rolfenhäuser, bei Ihnen ist das so 6 Jahre jetzt. Wie macht man das? Ja, seit 6 Jahren leben wir in dem Wohnmobil. Und wie macht man das? Es funktioniert einfach. Und wenn man sich so gut versteht wie meine Frau und ich, dann kracht es auch nicht. Und man gewöhnt sich an die begrenzten Platzmöglichkeiten. Das ist das Schönste. Also, dass wir sein können, wo wir wollen. Und eigentlich, dass wir mit sehr wenig auskommen. 5 T-Shirts, 6 T-Shirts, das reicht. Dann werden sie gewaschen. Nächste. Man braucht nicht so viel. Wichtig ist halt Strom, dass man nicht immer eine Steckdose braucht. Und deshalb haben wir auf dem Dach viele Solarzellen, 320 Amperestunden Batterien. Damit können wir in etwa so 5-6 Tage autark leben, wenn keine Sonne scheint. Wenn die Sonne scheint, unbegrenzt. Warmwasser, alles da. Wir haben eine Heizung, das ist die meistgestellte Frage. Erfriert ihr im Winter nicht? Nein, wir haben Heizung.
Wir haben eine sogenannte Trenntoilette, die trennt zwischen dem Festen und dem Flüssigen. Und das Flüssige läuft in einen Tank, das Feste geht in einen Beutel und dadurch verhindert man eine vermehrte Geruchsbelästigung. Also irgendwie muss man ja sagen, Herr Reufenhäuser mit Frau, Sie liegen irgendwie im Trend, oder? Weil Wohnmobil boomt. Das Einzige, was nur ein bisschen fehlt, sind die Stellplätze. Aber auch da tut sich was und die badischen Winzer, die wollen auch ein Stückchen vom Kuchen abhaben. Mitten in den Weinbergen am Kaiserstuhl ist der neue Wohnmobilstellplatz der Familie Baumann. Ralf Baumann hat nach zusätzlichen Einnahmequellen gesucht und dabei als Ergänzung zum Weinbaubetrieb die Wohnmobilisten entdeckt. Den Platz gibt es erst ein Jahr und er wird schon gut besucht. Leute auf der Durchreise und Erholungssuchende aus der näheren Umgebung sind die Gäste. Und, wir schauen immer, dass wir Stellplätze so ja, ein bisschen ruhig, also die ruhigen Stellplätze finden und nicht, wo Trubel ist, das brauchen wir nicht. Ja, die Gegend, die Ruhe hier, tolle Fahrradwege, den guten Wein. 20 Euro kostet die Nacht, hochwertige, komfortable Duschen inklusive. Die Baumanns sind optimistisch, dass ihr Konzept funktioniert. Weil das, denke ich, im Moment Trend ist, weil viele sich doch jetzt in die Richtung entscheiden, sich ein Wohnmobil zuzulegen, einfach zum flexibler Urlaub machen zu können, zum Kinder einfach mitnehmen, auch wenn man Tiere, Hunde hat, ist es viel einfacher, denke ich, mit dem Wohnmobil unterwegs zu sein, wie irgendwo fix stationär im Hotel oder auch mit Wegfliegen. Und auch sicherlich viele, weil wieder viele eher im eigenen Land auch Urlaub machen und merken, es gibt ganz schöne Ecken, auch bei uns. Zum Konzept gehört auch ein Café für die eigenen Gäste und für Ausflügler. Täglich wird frischer Kuchen gebacken. Das Angebot ist groß und reicht von der Schwarzwälder Kirschtorte bis zum Zwetschgenkuchen. Auf der Speisekarte sind auch sogenannte Tapas, kleine Häppchen für den Hunger zwischendurch. Das meiste selbst gemacht. Und natürlich gibt es Wein vom Kaiserstuhl. Von der Chefin Tine Baumann persönlich. Oh ja, sieht doch wunderbar aus. Hallo! Hallo! Hi, Salim! So? Service fit, ja? Ja. Auch die Camper dürfen den Wein genießen. Ich denke, der Spätburgunder bei dieser Temperatur. Und für Stammgäste wie das Ehepaar Strohmeier aus Schlingen im Markgräflerland gibt's auch eine Weinprobe. Die Natur, wir sind hier mitten in den Weinbergen drin im Prinzip, mitten drin im Kaiserstuhl. Ja, sind jetzt schon 4-5 Mal ja, hier bestimmt gewesen. Ja. Der Kaiserstuhl haben wir immer noch nicht komplett entdeckt, aber es ist einfach schön. Einfach ausspannen, mal übers Wochenende hier sein, relaxen, einkehren und sich die Seele baumeln lassen. Und das geht gut auf dem Stellplatz mitten in den Weinbergen am Kaiserstuhl. Diese Linienführung, diese Eleganz, dieser Schwung, also Sie müssen jetzt selber sagen, die Franzosen, die haben es halt einfach raus. Und genau deswegen sind die französischen Modelle in diesem Jahr beim historischen Campertreffen auch wirklich das absolute Highlight. Bonjour Bad Waldsee, Frühstück à la Française. Le café ist fertig, der Himmel bleu. Und la musique ist fantastique. Fehlt nur noch das Baguette, frisch vom Boulanger. Es ist auch immer schön, wenn wir auf Ferien sein in Frankreich. Dann fahrst du am ersten mit dem Fahrrad nach einer Bäckerei im Dorf und dann mit den Croissants und einem Baguette, frische Brötchen, wieder zurück nach dem Campingplatz. Gefrühstückt wird in Frankreich
in der Regel mit Croissant eingestippt in den Kaffee. Kaffee meistens in einer großen Schale und nicht unbedingt aus der Tasse. Und das war's. Croissants, ja. Aber wann gibt's in Frankreich eigentlich Wurst und Käse? Wurst und Käse, das machen die mehr so nachmittags. Mittags, dann sind die ja mit Stück Wurst, mit Gläschen Wein. Dann chillen die nachmittags schön ab. Das sollten wir uns bei uns in Deutschland auch mal wieder einführen. Ne? Diese Hektik einfach mal rausnehmen. Vive la France! Auch im Erwin-Hümer-Museum gibt es eine Führung zu französischen Stilikonen. Die DS wurde 1955 auf dem Pariser Caravansalon vorgestellt. Und es war ein Renner. Die Leute scharten sich um dieses Fahrzeug. Ich bin schon lange in Frankreich unterwegs, schon seit 16. Lebensjahr. Meine erste Freundin war Französin. Wir sind einfach damals mit der Ente nach Frankreich und es war irgendwie cool. Wir haben ewig gebraucht durch die Berge und fanden es einfach irgendwie toll. Wir haben sogar in der Ente übernachtet. Da war irgendwo ein kleines Toilettenhäuschen und irgendwo aus der Wiese guckt ein Wasserhahn raus. Das war die sanitäre Einrichtung. Und der Besitzer der Wiese kam irgendwann im Laufe des Tages vorbei, klopfte an, kassierte ab und fertig. Auch im Freigelände kann man die Göttin von Citroën bewundern, die sich mit ihrer einzigartigen Hydropneumatik jeder Straße und jeder Fahrgastzahl anpasst. Bis zu 7 Personen ist machbar. 2 vorne, 3 in der Mitte und im Kofferraum halt noch 2, vielleicht die Kinder. Das Gepäck muss dann allerdings auf den serienmäßigen Dachgepäckträger. Und die Freizeitfranzosen vom Citroën Veteranenclub fachsimpeln auf ihre Art. So laufen keine Franzosen rum wie mir. Das sind bloß die ganz Alten, die laufen mit der Baskenmütze rum. Und in die Pyrenäer vielleicht. Gell? Die sind schon, dass das Kasperle sind, Vergeiderte. Vorhang auf für einen Klassiker der französischen Wohnwagengeschichte, Notin. Die versenkbaren Scheiben sind komplett original übernommen von der französischen Eisenbahn, SNCF. Die Knöpfe sowie der ganze Mechanismus in der Wand sind komplett übernommen. Die traditionsreiche Firma hat es auch einem anderen deutschen Sammler angetan, Andreas Holdenried. Hier mit der Firmenerbin Madame Notin höchstpersönlich. Die fanden es unwahrscheinlich spannend, dass ein deutscher Sammler sich für die Produktion aus so einem kleinen mittelständischen Unternehmen in der Art und Weise interessiert. Sein Notin-Camper in Luxusausführung erinnert an die Zeiten von Brigitte Bardot und Louis de Funès. Modell Sauter 1959. Achtung, mit ausklappbarem Bidet. Man gönnt sich ja sonst nichts. Circa 35.000 D-Mark. Das war 1959, 60, 61 wahnsinnig viel Geld. Man hat zum gleichen Preis auch ein Apartment in Frankreich kaufen können, in der Hauptstadt. Nicht nur Touristikregionen, selbst das abgelegenste Dorf hat in Frankreich seinen kommunalen Campingplatz. Gleichbedeutend wie Kirche oder Rathaus. Man darf ja nicht vergessen, in Frankreich gibt es 11.000 Campingplätze gegenüber 3.000 in Deutschland. Und genauso groß ist auch die Akzeptanz für den Camper. Das heißt, der Franzose wächst eigentlich mit Camping auf. Das, was bei uns der Schrebergarten und die Kleingartenanlage ist, ist für den Franzosen sein Dauerstellplatz am Camping. Man trifft sich mit Freunden, man isst zusammen, man kocht zusammen. Also diese Geselligkeit wird in Frankreich sehr, sehr groß geschrieben. Und wer als Gast dafür offen ist, der wird auch herzlichst eingeladen. Sie sind ja jetzt seit Freitag hier, 3 Tage. Was hat Ihnen am besten gefallen? Dieses Zusammensein mit Oldtimer-Camping-Freunden ist immer ein Genuss. Und was ist das Beste dran? Den Spaß, den wir haben. Und den haben Sie wirklich miteinander. Sie erzählt mir jetzt gleich noch so ein paar nette Geschichten. Und Sie freut sich auf den nächsten Treffpunkt, nächsten Sonntag in Oberried. Da gibt's Kräuter zu verkosten. Gleich gibt's die Fallers, dabei viel Spaß. Bleiben Sie gesund, neugierig und ade.